So, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Theorien sozialer Arbeit im Kontext der Digitalisierung. Wie beim letzten Video auch schon, gibt es wieder einen kleinen Einblick in eine Theorie und viel mehr nachzulesen gibt es dann eben in dem Buch, was im Oktober erscheinen wird. Ich verlinke euch das auch unten schon mal in der Infobox. Jetzt geht es um die lebensweltorientierte soziale Arbeit im Kontext der Digitalisierung. Und ich habe in diesem Vortrag an ein bisschen späterer Stelle noch ein bisschen CAT-Content eingebaut, damit ihr auch dranbleibt. Oder, das würde ich aber nicht verraten, weil ich bei dem Punkt einfach kein passendes Bild gefunden habe. So, bei der lebensweltorientierten sozialen Arbeit. Gucken wir uns erstmal an, was das überhaupt ist und worum es da geht. Die lebensweltorientierte soziale Arbeit ist damals entstanden, Hauptvertreter ist ja Herr Thiersch, als Antwort auf eben die Erosion tradierter Lebensmuster durch Individualisierung und Pluralisierung. Das sind ja zwei gesellschaftliche Dinge, die aktueller sind denn je. Also das wird immer noch diskutiert und spitzt sich auch immer noch zu. Dadurch entstehen neue Freiheiten, aber eben auch die Notwendigkeit einer verstärkten Alltagsorganisation für uns alle. Zusätzlich führen dann eben Globalisierung und Neoliberalismus zu einer Verschärfung alter sozialer Ungleichheiten. Außerdem gibt es eben neue Formen der Randständigkeit und der Exklusion. Deswegen hat Thiersch damals formuliert, dass der Ausgangspunkt sozialer Arbeit eben in den Lebenswelten liegen soll und dort vor allem in den alltäglichen Deutungs- und Handlungsmustern der Adressatinnen. Ziel des Ganzen ist ein gelingenderer Alltag, kein gelingender Alltag. Absichtlich nimmt er hier diesen Begriff, weil er es eben nicht normativ rahmen will, nicht sagen will, das ist jetzt ein gelingender Alltag, sondern es geht eben um den gelingenderen Alltag. Jetzt hat Thiersch in seinem neuesten Buch 2020, das nennt sich Lebensweltorientierte soziale Arbeit Revisited, auch ein bisschen was zu Medien geschrieben. Ich habe da mal einen Satz rausgesucht, wo er sich dazu äußert. Hier geht es bei ihm um virtuelle Welten. Er schreibt, virtuelle Welten haben den Alltag der Menschen durchsetzt und entwertet. Verlässliche und bisherige Muster der Bewältigung greifen nicht mehr. Leben spielt sich nicht nur in analogen Räumen ab und Menschen gestalten ihre Beziehungen nicht mehr primär in leibhaftigen Begegnungen. Das heißt, hier wird schon deutlich, Alltag und Medien haben irgendwas miteinander zu tun. Virtuelle Welten, digitale Medien haben einen Einfluss auf den Alltag und müssen dementsprechend ja auch irgendwie bei der lebensweltorientierten sozialen Arbeit mitgedacht werden. Ein bisschen konkreter oder noch ja, viel zugespitzter findet man dann die Bedeutung von eben digitalen Medien für unseren Alltag, für unsere Kommunikation, für unser Leben im Mediatisierungskonzept. Hier ist Krotz einer der Hauptvertreter. Der beschriebene Wandel von Medien der interpersonalen Kommunikation zeigt beispielhaft auf, dass sich darüber das menschliche Kommunizieren sowie die sozialen Beziehungen und die menschlichen Lebensbedingungen, die ja auf dem menschlichen Kommunizieren beruhen, grundlegend verändern. Das heißt, hier wird tatsächlich eine eben grundlegende Veränderung unseres Kommunikationsverhaltens und damit auch der Lebensbedingungen und somit auch des Alltags beschrieben durch digitale Medien. Und deswegen werden wir uns gleich diesen Alltag und die digitalen Medien mal ein bisschen genauer anschauen. Also zum einen ist das, was viele machen und was eigentlich so auf der Hand liegt, wenn man sich Alltag und digitale Medien anguckt, einfach mal zu schauen, wie verbreitet sind die denn? Und allein durch die weite Verbreitung kann man schon sagen, wenn es jeder nutzt, jeder irgendwie hat, scheint es ja wohl eine Bedeutung für unseren Alltag zu haben. Die Medien durchdringen unseren Alltag an jeder Stelle. Das heißt, man findet kaum noch jemanden, der ohne dieses Ding unterwegs ist. Wir nutzen es, um zu kommunizieren, um unseren Alltag zu organisieren. Wir haben digitale Kalender, wir haben ganz viel so ganz kleine Kommunikation mit unserem sozialen Umfeld, dem Partner oder der Partnerin.
den Kindern, wem auch immer, dass man einfach so Alltagsorganisation darüber macht. Aber auch wenn ich eben von A nach B möchte, nutzt man eigentlich mittlerweile diese digitalen Medien. Das heißt, sie sind tatsächlich einfach immer präsent in unserem Alltag. Sie sind das zentrale Kommunikationsmittel. Spätestens seit dem mobilen Internet haben wir das bei uns, können jederzeit überall kommunizieren. Wir nutzen Medien auf der anderen Seite auch zur Bedürfnisbefriedigung. Das heißt, dass man soziale Nähe versucht darüber herzustellen, dass man soziale Kontakte pflegt, das Bedürfnis aber auch nach Unterhaltung etc. All das sind Sachen, wofür wir digitale Medien nutzen. Und wir haben eine habitualisierte Mediennutzung, das heißt, sie ist gewohnheitsmäßig. Also das geht ja eigentlich morgens schon los, wenn der Wecker klingelt, und der Wecker ist ja meistens das Ding hier. Man macht es aus und dann öffnet man schon so seine 2, 3 Apps, die man eigentlich jeden Morgen öffnet, seien es Messenger-Apps oder Nachrichten-Apps, und guckt einfach mal, was ist denn da draußen so passiert, bevor man irgendetwas anderes tut. Das sind so Sachen, die einfach für uns schon gewohnheitsmäßig stattfinden. Oder vielleicht hatte die ein oder der andere das auch schon mal erlebt. Man nimmt das Handy in die Hand, will eigentlich irgendwas nachgucken und landet dann doch wieder auf irgendeiner App, die man halt ständig nutzt, weil man sagt, so, ich nehme es in die Hand und dann checke ich erstmal Twitter, YouTube, sonst irgendwas und sagt, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, weil es einfach schon so in einem drin ist, wie man dieses Medium nutzt. Es gibt hier einen ganz interessanten Ansatz, den Domestizierungsansatz von den Medien, der eben davon ausgeht, dass Medienhandeln eben Alltagshandeln ist. Und hier kann man auch nachlesen, dass sie sagen, Medien werden erst bedeutsam, wenn sie im Kontext des Alltags als sinnvoll empfunden werden, beziehungsweise wenn man ihnen einen subjektiven Sinn zuschreibt. Das heißt, sie haben also eine wahnsinnig große Bedeutung für unseren Alltag heutzutage. Wenn wir das jetzt eben verbinden mit der Lebensweltorientierung, habe ich ein paar Sachen rausgesucht. Bei der Lebensweltorientierung gibt es ja verschiedene Dimensionen, also verschiedene Zugänge zur Lebenswelt, die man als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter sich dann im Idealfall zum Beispiel anschaut, mit den Adressatinnen der sozialen Arbeit erschließt. Und dazu gehören laut Thiersch die erfahrene Zeit, der erfahrene Raum und soziale Beziehungen. Er hat da noch mehr. Im neuen Buch heißt es dann auch Alphabet der Alltäglichkeit. Also da gibt es relativ viel. Ich habe jetzt einfach mal die Sachen rausgesucht. Wer es genauer wissen will, muss dann wieder im Buch nachlesen. Bei der erfahrenen Zeit gibt es eine subjektive und eine objektive Seite dieser Zeit. Also objektiv ist einfach die Zeit, die abläuft, wo man die Sekunden zählen kann. Subjektiv ist das, wie wir das Ganze empfinden. Und die digitalen Medien haben Veränderungen sowohl auf der Hinter- als auch auf der Vorderbühne, also Thiersch bezeichnet das auch als Hinter- und Vorderbühne, dann bewirkt. Auf der Hinterbühne haben wir verschiedene Sachen, die passieren, wie die Vergleichzeitlichung. Das heißt, wir haben viele Dinge, die wir gleichzeitig machen. Vielleicht haben Sie, während Sie dieses Video gucken, noch Ihr E-Mail-Programm offen oder schreiben mit irgendjemandem. Das ist eine Vergleichzeitlichung, dass wir einfach in 2 unterschiedlichen Zeitschienen gleichzeitig unterwegs sein können. Dann eben auch die Fragmentierung und Diskontinuität, also auch das, dass man hier mal was nutzt, da mal was nutzt, dass die Zeit nicht mehr so richtig gefühlt linear abläuft, sondern ich schreibe was, lasse es kurz liegen, mache dann irgendwie wieder weiter. Es ist eine Fragmentierung davon. Und eben auch diese internalisierten Nutzungsmuster, also das, was wir schon hatten mit ich nutze etwas gewohnheitsmäßig. Auf der Vorderbühne kann man sich dann Zeit anschauen mit Zeit, die man in und mit Medien verbringt. Und zum anderen natürlich das Strukturieren der Zeit durch Medien. Das war früher irgendwie das Sandmännchen, bevor man ins Bett geht. Jetzt sind es vielleicht andere Sachen, vielleicht ein Podcast, den man irgendwie hört. Oder wenn man sagt, ich gucke mal schnell etwas nach, dass man dann tatsächlich sagt, so, ich habe eben auch bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Strukturen in meinem Leben drin. Was ganz interessant ist, ist dieser ganze Punkt Erinnerungen und Medien, der zum Beispiel im Sinne der lebensweltorientierten Arbeit auch für Biografiearbeit genutzt werden kann.
Da gibt es spannende Untersuchungen, wie digitale Medien unser Erinnern verändern. Das kann so etwas sein wie meine Posts auf Social Media, Facebook etc. Was ich zum Beispiel bei Facebook dann immer was kriege mit, hier, deine Erinnerung von vor 5 Jahren, das und das hast du erlebt. Das passiert aber auch, wenn wir durch die Galerie an unserem Smartphone scrollen. Also wenn man da mal nachguckt, was man so alles erlebt hat, was man gesehen hat, dass die Fotos, die man von einem Erlebnis macht, ganz stark im Nachhinein auch einen Einfluss auf die Erinnerung haben, wie das Ereignis erinnert wird, ob es positiv oder negativ erinnert wird. Auswirkungen haben digitale Medien ja auch auf den erfahrenen Raum. Zum einen erweitert sich dieser Raum durch digitale Sozialräume. Also wir haben nicht mehr nur den analogen Raum, sondern natürlich auch den digitalen Raum. Wir haben aber auch eine Strukturierung von Offline-Räumen durch die Auffindbarkeit in Medien. Also wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt bin, suche ein Restaurant oder ich suche auch eine Hilfseinrichtung, eine soziale, weil ich plötzlich ein Problem habe, was ich vorher nicht hatte, bei mir zu Hause, dann gucke ich auch erstmal im Internet und das machen wir alle. Das heißt, ist dort irgendwie ein Hilfsangebot nicht präsent, ist ein Restaurant nicht präsent, dann wird es viel seltener wahrgenommen und wird viel seltener Teil des erfahrenen Raumes von eben Menschen. Und dazu kommt natürlich, dass wir auch die Überwachung haben von digitalen und analogen Räumen, die auch wiederum darauf Einfluss hat. Das heißt, wichtig ist hier zu begreifen, dass eben auch die Raumnutzung offline durch digitale Medien geprägt ist. Und das kann auch sowas sein wie, was ist denn für mich überhaupt erreichbar? Das heißt, wenn ich wissen will, ich sitze ja hier in München, wie komme ich von A nach B? Nehme ich irgendwie das Auto, nehme ich öffentliche Verkehrsmittel, nutze ich Carsharing? Dann ist das alles was durch digitale Medien vermittelt wird, wo ich mich darüber informiere und dann gucke, wie ich den Raum um mich herum erschließen kann. Und wenn jetzt hier der örtliche Verkehrsverbund mir eine scheiß Verbindung anzeigt, dann fahre ich da vielleicht nicht hin, obwohl es vielleicht leicht erreichbar wäre, aber ich weiß es gar nicht, weil irgendwie die App mir keine passende oder bessere Verbindung anzeigt, weil sie zum Beispiel nicht weiß, dass es mir nichts ausmachen würde, 5 Minuten zu Fuß zu gehen zu einer anderen Haltestelle, die hier ums Eck ist. Und ich dann vielleicht in 10 Minuten da wäre, statt in 40, was mir die App vorschlägt. Also auch diese Raumnutzung offline ist eben geprägt durch digitale Medien, durch dort vorhandene Informationen. Klar auf der Hand liegt natürlich auch der Einfluss auf die sozialen Beziehungen. Also wir pflegen Online-Beziehungen, wir bauen Online-Beziehungen auf, wir holen uns situationsbezogene Unterstützungsangebote im Netz. Das heißt, auf der einen Seite ist es total positiv, weil man einfach sehr viele soziale Beziehungen über diese Medien pflegen kann. Auf der anderen Seite geraten Beziehungen natürlich auch unter Druck durch digitale Medien. Das ist sowas wie ein Kommunikationszwang. Also wenn man in einer Gruppe drin ist, in einer WhatsApp-Gruppe, in einer Signal-Gruppe und nicht antwortet, kann das blöd sein. Wenn die beste Freundin einem schreibt und gesehen hat, man hat es vielleicht gelesen, aber man antwortet nicht, dann setzt einen das ganz schön unter Druck. Auch eben diese ständige Erreichbarkeit, diese Erwartungshaltung, dass wenn man das Kommunikationsmedium dabei hat, man auch mitkommuniziert, egal in welcher Situation man gerade ist. Andersrum setzt das nämlich dann auch Offline-Beziehungen oder Offline-Begegnungen unter Druck. Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe und gerade eine Nachricht kriege und dann entscheiden muss, reagiere ich da drauf, reagiere ich da nicht drauf, gucke ich auf mein Handy, gucke ich nicht drauf, antworte ich da jetzt? Also das sind alles Sachen, die Beziehungen eben auch tatsächlich unter Druck setzen können. Das heißt, bei den Dimensionen der Lebensweltorientierung sehen wir, sind digitale Medien eigentlich überall präsent. Das kann man natürlich jetzt mit den anderen Dimensionen auch noch so durchdeklinieren und wird dann merken, wenn wir lebensweltorientiert arbeiten, kommen wir nicht drum herum, immer diese digitale Dimension quasi mitzudenken. Ein anderer Teil der Lebensweltorientierung sind ja die Struktur- und Handlungsmaximen. Auch hier habe ich wieder eine Auswahl getroffen für dieses kurze Video.
Diese ergeben sich aus den Dimensionen der lebensweltorientierten sozialen Arbeit und richten sich eben an Sozialarbeiterinnen, sollen ihnen sagen, wie arbeite ich denn jetzt? Dazu gehört Prävention, Alltagsnähe und Partizipation. Bei der Prävention gibt es ja zwei unterschiedliche Arten oder drei unterschiedliche Arten. Thier schreibt meistens von zweien. Und das eine ist die Primärprävention, die eben auf die Stabilisierung und Inszenierung belastbarer und unterstützender Strukturen abzielt und eben auch darauf, dass Kompetenzen zur Lebensbewältigung ausgebildet werden. Und hier ist relativ klar, wenn wir Primärprävention betreiben wollen, brauchen wir Medienkompetenzförderung, weil es einfach so eng verwoben ist mit der Lebensbewältigung, mit dem Alltag, dass ohne Medienkompetenz ich hier sicherlich keine belastbare und unterstützende Struktur mehr aufbauen kann. Bei der Sekundärprävention, wo es um vorausschauendes Agieren geht, wenn sich Überforderungen abzeichnen, ergeben sich natürlich auch ganz viele Ansätze. Das kann sowas sein wie der Jugendmedienschutz, der sich um sowas kümmert wie exzessive Mediennutzung, Medienabhängigkeit, Cybermobbing, also alles, was da so irgendwie schief gehen kann. Dann aber auch bei so Sachen, wo wir sehen, hier haben wir Substituierungseffekte auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, einige Arbeitsplätze verschwinden durch die Digitalisierung, neue entstehen. Das ist total überfordernd. Viele gehen davon aus, dass es viele Arbeitsplätze, die jetzigen Kinder und Jugendlichen irgendwann mal einnehmen werden, jetzt noch nicht gibt. Wir uns noch gar nicht vorstellen können, was das ist. Und hier eben eine ständige Bewegung drin ist, wo man auch da gucken müsste, wie kann man die Personen darauf vorbereiten, mit dieser Unsicherheit umzugehen, flexibel zu bleiben, lebenslanges Lernen irgendwie zu installieren. Und zum anderen eben auch sowas wie Zugänge zu digitalen Medien schaffen. Also wenn wir sehen, dass digitale Medien für die Alltagsorganisation für vieles mittlerweile so zentral sind, und wir immer noch Menschen haben, die gar keinen Zugang zu digitalen Medien haben, dann sieht man, dass hier auf jeden Fall eine Überforderung auftreten wird. Es gibt Parkplätze, da kann ich nicht mehr parken, nicht mehr bezahlen, wenn ich kein Smartphone habe. Also lauter solche Sachen, wo man sagte, um hier eben entgegenzuwirken, brauchen wir Zugänge zu digitalen Medien, die wir dann eben schaffen müssen. Als nächste Struktur- und Handlungsmaxime haben wir die Alltagsnähe. Hierbei geht es um die Erreichbarkeit und Präsenz von Hilfen, die eben gesichert werden soll. Wenn wir das alles ernst nehmen, ist klar, wir brauchen soziale Arbeit im Internet. Also es kann eigentlich nicht sein, dass wir sowas haben wie nur regionale Jugendzentren, aber keine Jugendzentren im Internet. Dass wir ganz wenig, wenn überhaupt, Online-Streetwork haben. Das heißt, dass wir ganz wenig Sozialarbeitende in diesem Internet haben. Was ganz viel natürlich auch daran liegt, dass die Strukturen, die niederschwellig sind, ja oft auf regionaler Finanzierung beruhen und das Internet halt nicht regional begrenzt ist. Da kann ich nicht sagen, ich mache meine Dienstleistung nur für Leute, die irgendwie hier in Pasing wohnen oder die in Augsburg wohnen, sondern da habe ich halt alle und da kann ich muss ich dann auch mit denen arbeiten. Das heißt, da brauchen wir neue Finanzierungsstrukturen. Dann gibt es sowas wie Online-Beratung, dass eben Beratungsstellen auch online erreichbar sind. Auch hier gibt es erste Ansätze, zum Beispiel für Online-Beratung im Darknet, was ganz spannend ist, wo man sich wirklich, wirklich anonym mal beraten lassen kann. Dann eben Informationen über Einrichtungen und Angebote brauchen wir online. Und worüber man natürlich auch nachdenken sollte oder viel mehr etablieren sollte, sind eben fachspezifische Unterstützungsangebote im Sinne von Apps. Hier gibt es einiges an Gesundheits-Apps, Mental Health-Apps, aber so Sozialarbeits-Apps gibt es so gut wie nicht, wenn es da überhaupt schon irgendetwas gibt. Falls jemand eine kennt, gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren. So, die dritte Struktur- und Handlungsmaxime, über die ich kurz was erzählen möchte, ist die Partizipation. Das heißt, soziale Arbeit soll vielfältige Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten eröffnen. Da
bietet natürlich das Internet sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten durch digitale Spiele, durch Online-Petitionen, durch Online-Anhörungen, durch was auch immer es da alles gibt. Aber das Ganze ist auch herausfordernd, weil wir haben den Datenschutz und wir haben Desinformationen im Netz. Das heißt, ganz so einfach ist es nicht, hier Partizipation zu ermöglichen. Das heißt, wenn wir einen Blick nochmal auf lebensweltorientierte soziale Arbeit und digitale Medien werfen, stellen wir fest, Lebenswelten sind natürlich auf vielfältige Art und Weise von der Digitalisierung/Mediatisierung betroffen und darum müssen sie in diesem Konzept der lebensweltorientierten sozialen Arbeit immer mitgedacht werden.